3, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück und ein frohes neues Jahr erstmal. Und herzlich willkommen an alle Neuen. Wir haben jetzt die 1700 geknackt. Ich finde es voll cool. Es ist total toll zum Sehen, wie der Kanal einfach am Wachsen ist. Ich freue mich da riesig. Und ja, ich wollte euch einfach ein paar Dinge sagen. Weil ich habe euch ja erzählt, glaube ich, dass der Januar Geburtstagsmonat ist, glaube ich. Ich müsste es irgendwo erwähnt haben. Und zwar habe ich ja Geburtstag, beziehungsweise ich hatte schon. Und der Kanal hat auch Geburtstag. Und zwar am 27.01. Da werde ich dann ein Video dazu machen. An dem Tag auch hochladen. Da werde ich dann einen Rückblick machen über die letzten Jahre. Einfach so ein bisschen, wie es angefangen hat. Und wie ich mich dazu entschieden habe. Wie sich der Kanal entwickelt hat. Dann werde ich Kommentare von diesem Video hier mit euch durchgehen. Was für Kommentare das sein sollen werden, sage ich euch gleich. Das kommt noch. Und was würde euch denn noch interessieren in dem Video? Weil es geht ja um den Kanal und auch in dem Fall um mich. Und möchtet ihr irgendwas Spezielles wissen, zum Beispiel? Habt ihr Lust irgendwie, dass ich zum Beispiel sage, ich mache noch 10 Fakten über mich, damit ihr einfach mal ein bisschen was über mich kennenlernt oder was wir auch machen können oder was generell zum Beispiel, was wir machen können. Ihr könnt jetzt hier unter diesem Video, könnt ihr Fragen stellen an mich oder auch allgemeine Fragen, plus vielleicht jetzt nicht unbedingt zu irgendwelchen sensiblen Themen oder so, weil das sind immer so Streitpunkte, Diskussionspunkte. Das brauchen wir hier echt nicht, ganz ehrlich. Dafür gibt es genug andere Kanäle. Die würde ich euch in dem Video beantworten und das habe ich schon mal angesprochen, das hat sich aber im Sand verlaufen, aber das würde ich jetzt gerne endlich mal machen und zwar einen Livestream. Habt ihr da Lust drauf? Also da ist jetzt wirklich, für dieses Video ist jetzt wirklich wichtig eure Meinung oder sind eure Meinungen gefragt. Habt ihr Lust auf einen Livestream? Wirklich mal, wo wir quasi, persönlich nicht, aber wirklich mal live uns unterhalten können? Und nicht immer bloß über Kommentare, dann lasst mich das doch wissen, A, ob ihr Interesse habt und B, was für einen Tag findet ihr gut. Jetzt geht es erstmal nur um den Tag, die Uhrzeit macht man dann, wenn man den Tag hat. Weil es gibt, glaube ich, einige größere Kanäle, auch für Stricken und Häkeln und so, die haben, glaube ich, freitags machen die ihren Livestream oder so. Ich glaube, die Sylvie macht, glaube ich, freitags immer sowas. Ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher, ich bin nicht immer so ganz informiert. lasst mich das doch wissen. Also, habt ihr Lust, also jetzt nochmal, was für die Kommentare jetzt wichtig ist. Habt ihr Lust, Fragen über mich zu stellen? Wenn ja, stellt sie in den Kommentaren in diesem Video. Dann, wenn ihr Interesse habt, dass ich zum Beispiel, 10 Fakten, denke ich mal, reichen, über mich im nächsten Video mache, da dazu, also in dem Geburtstagsvideo, dann lasst mich das auch wissen. Und zu dem Livestream, habt ihr Interesse? Und ja, dann welcher Tag? Lasst mich das unten in den Kommentaren wissen. Das sind zum Beispiel die Kommentare, die wir dann auch in dem Video besprechen zum Teil. Und noch andere. Dann wird es auch ein Giveaway geben. Natürlich ist es Geburtstag. Der Kanal wird 5 Jahre alt. Aber ich habe mich diesmal entschlossen, nur ein großes Paket zu machen. Wobei es kann sein, ich entscheide mich da wieder um. Das weiß man natürlich auch wieder nicht. Das ist immer so. Ich habe jetzt vorgenommen, ein großes Paket zu machen und dann habe ich mir schon wieder gedacht, boah, das ist aber irgendwie fies. Eigentlich sollten mehr davon was haben und dann denke ich mir aber wieder, aber ein großes ist auch mal was. Oh. Ich denke mal, das ihr werdet es dann sehen im anderen Video. Gut. So viel schon mal zum Geburtstagsvideo. Zu viel sollte man ja auch nicht verraten. Dann das kommende Jahr. Ich denke mal, das wird so laufen wie bisher. Also wie das letzte Jahr auch. Ich werde Techniken zeigen, dann natürlich auch meine eigenen Anleitungen wieder. Es wird Tücher geben, Winterbeanies. Ich werde auf jeden Fall Häkelanleitungen für die Winterbeanies machen. Da hat mich auch eine Abonnentin drauf gebracht und ich hatte es eigentlich nicht vor, aber wenn dann schon jemand fragt und dann fuchst es einen und dann probiert man es doch. Und die erste habe ich schon fertig,
Also die erste Anleitung. Ich weiß nur noch nicht, ob ich sie euch diesen Winter noch zeigen werde oder auf nächsten Winter. Ich bin am Überlegen, ob ich da erst ein paar sammel, damit ich mehrere habe, oder ob ich die euch einzeln zeige. Ja, Tücher wird es geben und dann eben, seid ihr auch wieder gefragt, gibt's was, was ihr sehen möchtet? Außer Kleidung. Weil ich kann das nicht. Ich kann dafür keine Anleitungen schreiben. Da muss man so viel rechnen, weil ich kann ja nicht eine Anleitung auf meine Größe machen. Und das war's. Ich muss ja dann schon mehrere Größen hinkriegen. Und das ist wahnsinnig die Rechnerei. Da blicke ich noch nicht ganz durch. Ich habe mich da schon mal rangetraut so ein bisschen. Aber Klamotten machen ist eh nicht so ganz meins. Also muss ich ehrlich sein. Aber wenn ihr sonst irgendwas sehen möchtet, auch bestimmte Techniken oder so, dann schreibt mir das doch mal unten rein. Ihr könnt es übrigens auch sonst, wenn ihr mal kommentiert oder so, oder wenn euch irgendwas interessiert, ihr habt irgendwo was gesehen und es interessiert euch, ihr könnt es das ganze Jahr über kommentieren und sagen, hey, zeig uns das doch mal, das wäre interessant. Also absolut kein Problem. Das mache ich dann gern, wie gesagt, außer Kleidung. Das Einzige, was ich vielleicht mal machen werde, ist keine eigene Anleitung, aber eine gekaufte. Also ich würde gern mal bei We Are Knitters bestellen, wenn ich es mal fertig bringe. So günstig ist das Zeug ja auch nicht. Und das würde ich dann gern vorstellen einfach. Und euch ein bisschen zeigen. Also das ist halt dann, das ist das Einzige, wo ich sage, ja, da würde ich gerne mal eine Kleidung machen. Weil die haben einfach so tolle Wolle und die haben so tolle Modelle. Ja, das wäre das Einzige. Aber ansonsten ist Kleidung einfach nicht, da bin ich überhaupt nicht drin. Ich weiß nicht, vielleicht, das habe ich nämlich damals bei den drei Tüchern auch gesagt, das ist nicht so meins und jetzt mittlerweile ja. Man sieht ja, wo man landet. Also sag niemals nie. Im Moment ist es einfach nicht meins. Auch dieses Rechnen und alles, da blicke ich auch nicht ganz durch, das ist es eben auch und ich will euch ja nichts Falsches erzählen. Von daher, das lassen wir erstmal bitte. Aber ansonsten, schreibt mir doch mal rein, was würde euch noch interessieren und diese Kommentare werden dann auch im Geburtstagsvideo rangenommen, bearbeitet und ja, ich denke mal, das war's soweit erstmal. Der ganze Rest kommt dann am Geburtstagsvideo und ab Freitag geht's wieder ganz normal los mit ganz normalen Videos, Techniken, Muster, Anleitungen. Ich habe schon wieder ein paar neue geschrieben für euch. Ich freue mich voll drauf, sie euch zu zeigen. Noch sind es sehr einfache Anleitungen, die eigentlich fast eher Anregungen sind. Aber ich habe mir jetzt dieses Jahr wirklich fest vorgenommen zu schauen, dass ich anspruchsvollere Anleitungen für euch erstellen kann. Das heißt halt auch, dass es dann zu einer Anleitung nicht nur ein Video geben wird, sondern eben mehrere, weil ich das dann in mehrere Teile aufteile, weil die Videos werden sonst einfach zu lang und das möchte ich nicht. Aber ich denke mal, das wird auch kein Problem, weil bei den gehäkelten Tüchern habe ich ja oft auch zwei oder drei Teile gehabt. Von daher sehe ich das kleinere Problem. Gut, ihr Lieben, dann war's das für heute. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, eine ganz schöne restliche Woche. Bleibt mir gesund und dann sehen wir uns am Freitag wieder. Bis dann. Tschüss.